In diesem Video möchte ich euch ein paar neue Informationen aus dem Sims 4 Reise nach Batuu Gameplay Trailer zusammenfassen, welcher heute frisch veröffentlicht wurde. Eigentlich wollte ich den Trailer in einer weiteren Trailer-Analyse zusammenfassen, allerdings habe ich gemerkt, dass in dieser unfassbar wenig neue Spielszenen gezeigt wurden, die wir noch nicht schon im ersten Trailer gesehen haben. Deswegen möchte ich euch hier ein paar coole Szenen und Details zeigen, die ich im Video entdecken konnte. Direkt bevor der Trailer richtig losgeht, fällt dieses Gebäude auf, in dem scheinbar die Helme für die Stormtrooper gelagert werden. Dieses wird ebenfalls von zwei von ihnen bewacht, welcher auch an einer Art Kontrollsystem vor der Tür steht. Die Tür sieht aber nicht so aus, als könnte man sie schließen, vermutlich ist diese deswegen mit Absicht auch so hoch. So wie es im Trailer aussieht, gelangen die Sims mit Hilfe eines mysteriösen Anrufes in die neue Welt von Batuu. Kann es sein, dass sich hier ein Ladeplatz für die neuen X-Wings befindet? Beachtet hier auch wieder die detaillierte Dekoration auf der linken Seite in der neuen Welt, welche mir recht gut gefällt. Und falls ihr mit eurem Sims viel kocht, gibt es dazu ebenfalls ein paar neue Einblicke. Was für ein hässliches neues Tattoo. Auch diese Bögen hier sind ein weiteres cooles Weltendetail, welches wir hoffentlich in anderen neuen Welten ebenfalls nochmal sehen werden. Weiter wurde viel spekuliert, ob diese Aliens eine neue Kreatur sein werden, allerdings bezweifle ich das stark. Die Augen und Augenlider bewegen sich nicht, weshalb ich auch davon ausgehe, dass das einfach nur eine neue Kopfbedeckung für die Sims ist. Es gibt mit dem Pack insgesamt drei Gruppen, die Anhänger des Widerstands, welche die Macht in anderen Städten ergreifen wollen, der Widerstand, welcher einen Bereich der Stadt übernommen hat und eine, welche einfach nur reich sein will. Jede Gruppe wird eure Sims auch für seine Hilfe belohnen. Eure Sims können die neuen Gleiter auch selber bauen, vom Bauprozess sieht das hier irgendwie aus wie die Raketen aus dem Basisspiel. Was genau ist das eigentlich hier hinten? Natürlich ist das Droid-Depot auch mit passenden Maschinen dekoriert, im Trailer sieht man ebenfalls, wie das Bestellen eines Droiden funktioniert. Man kann hier einen Kopf und Körper wählen, ebenfalls auch, ob dieser eckig oder eine runde Kugel sein soll. Da im Trailer kein Pfeil für ein nächstes Menü, sondern einfach nur ein Bestätigungshaken angezeigt wird, denke ich auch, dass man seinen Roboter nicht weiter personalisieren kann. Keine Merkmalchips, keine Stimme, nichts, irgendwie auf den ersten Blick etwas langweilig. Diese können aber immerhin andere Sims ablenken, Hindernisse aus dem Weg räumen, achtet in dieser Szene auch wieder auf die Türsteuerung an der Wand oder auch Gegenstände zerteilen. Mit den Missionen ändert sich die Region ebenfalls ein wenig, je nachdem welcher Gruppe ihr angehört. Ich denke aber nicht, dass dies einen wirklich großen Einfluss auf das Spiel haben wird. Auch da im Trailer erwähnt wird, dass sie wieder nach Hause geht, denke ich nicht, dass man in dieser Welt dauerhaft bleiben oder wohnen werden kann. Dies ist im Trailer aber auch nicht ganz ersichtlich. Damit wären wir eigentlich auch am Ende angekommen. Habe ich eurer Meinung nach etwas übersehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Die Sims 4 Reise nach Batuu wird am 8. September für PC und Mac und die Konsolen erscheinen und wird wie immer 20 Euro kosten. Bei Instant Gaming findet ihr das Pack bestimmt aber auch etwas günstiger. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.